Hallo zusammen. Ja, wie ihr am Titel schon erkennen könnt, geht es um Weisheitszähne. Ich hoffe, man erkennt mich einigermaßen. Das Bild ist irgendwie ziemlich dunkel, weil heute ist Regen und alles ist grau und deswegen ist es hier so furchtbar dunkel. Aber ich hoffe, man erkennt mich. Naja, auf jeden Fall. Egal. Geht ja eigentlich nur darum, was ich halt sagen will. Also, ich habe mir ja vor, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, 2 Monaten ungefähr? 2 Monaten oder 3 Monaten? Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Habe ich meine Weisheitszähne entfernt bekommen. Alle 4. Und weil ich halt so Angst davor hatte, weil alle immer sagen, oh, das tut voll weh und so weiter, habe ich mir gedacht, okay, ich google mal, was man da so findet, so Erfahrungsberichte und so. Und habe halt auch bei YouTube mal geguckt und habe halt gemerkt, dass es da nur oder hauptsächlich Berichte gab, wo die Weisheitszähne halt, ich sag jetzt mal, normal entfernt worden sind und nicht halt bei mir mit Klinik und Riesentohuwabo und Vollnarkose und wow. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich filme das einfach mal und erzähle mal, wie es mir dabei so ging. Vor allem, weil mich ganz viele Leute, ich habe Bilder von mir auf Facebook gepostet mit solchen Backen und haben mich halt gefragt, ja, ich kriege die auch demnächst raus, wie war das denn bei dir und wie ist das denn so? Deswegen habe ich mir gedacht, ich erzähle das jetzt einfach mal in einem Video. Und ja, also ich habe alle 4 Weisheitszähne rausbekommen. Und zwar, war so, ich war halt beim Zahnarzt und sie meinte halt, ja, Fräulein Vampira, wie ist es denn mal so mit hier Weisheitszähne und so? Und habe ich gesagt, nee. Weil ich hatte halt irgendwie so voll Panik, weil alle mir erzählen, oh, das tut voll weh und das ist so schrecklich und dann wird das da genäht und das finde ich sowieso eklig, ja, so nähen, Haut zusammen nähen und dann noch im Mund und dann alles bei vollem Bewusstsein und wie schlimm und dann Fäden ziehen auch noch, wie eklig ist das denn und finde ich halt voll eklig. Dann habe ich halt, ich habe mich da echt Jahre so rumgedrückt, also mir hat früher beim Kieferorthopäden, da muss man sich mal überlegen, da war ich, weiß ich nicht, 14 oder so, da haben die mir schon gesagt, ja, Weisheitszähne, wenn die durchkommen, müssen raus. Und da habe ich mir immer gedacht, am Arsch, leck mich. Und ja, da habe ich mich halt immer rumgedrückt und jetzt beim Zahnarzt meinte sie halt, ja, jetzt müssen sie aber langsamer. Und ehrlich gesagt, wusste ich gar nicht, dass ich Weisheitszähne habe. Also es ist ja so, dass die Mehrheit der Menschheit, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ich habe das mal irgendwie gelesen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es so war, dass nur noch 30% der Menschen Weisheitszähne haben, weil die sind ja revolutionär bedingt, wir brauchen die ja nicht mehr und so, die bilden sich halt immer weiter zurück. Deswegen haben viele Menschen schon gar keine mehr und so. Ich glaube, es waren 30%, ich bin mir nicht sicher. Falls es falsch ist, schreibe ich es hier oben. Da schreibe ich es dann hin, wenn. Und ich habe halt gedacht, ich hätte gar keine, weil die sind ja relativ weit hinten. Und da war halt nichts zu erkennen, beziehungsweise da war halt nur so ein ganz kleiner Huckel. Also so, da hat man halt gesehen, durchs Zahnfleisch kommt halt so ein ganz kleines Weißes raus. Aber das war im Gegensatz zu den anderen Zähnen minimal. Deswegen habe ich gedacht, okay, der hat halt mal irgendwie so einen Wachstumsschub bekommen. Aber ist dann irgendwann stehen geblieben und seitdem ruhig, so nach dem Motto. Aber so war es nicht, wie ich da beim Zahnarzt feststellen musste. Denn, ja, da wurden dann Röntgenbilder gemacht und da meinte sie, ja, wenn ich das Röntgenbild noch finde, ich hatte es mal auf dem PC, kann ich euch das auch mal einblenden, dann seht ihr das, wie das aussah. Meinte sie, ja, die drücken da alles nach vorne und das ist nicht gut und die müssen raus. Und zwar ist es so, dass ich habe nur so ein ganz kleines Stück von den Zähnen gesehen, weil die bei mir so lagen. Waagerecht, komplett waagerecht. Normalerweise ist es ja so, also Zähne sind ja so, die wachsen ja nach oben. Logischerweise. Und Weisheitszähne sind ja in der Regel, die kommen so schräg und drücken dann gegen die anderen Zähne, wenn nicht genügend Platz vorhanden ist. Und deswegen müssen die raus. Und bei mir waren die ohne Scheiß, die waren waagerecht. Als die Zahnärztin das gesehen hat, musste die echt lachen. Weil zudem auch noch, das war der Zahn auf dieser Seite, der hatte eine Wurzel, die war so. Ja, so sichelförmig. Das sah so bescheuert aus. Und oben habe ich auch einen, wenn ich das Röntgenbild wirklich einblende, seht ihr das? Da habe ich oben eine Wurzel, die ist so. Also total, ich habe totale Krüppelzähne, egal. Auf jeden Fall meinte sie halt, ja, die sind halt schon kräftig da am Drücken und Schieben und muss auf jeden Fall raus. Und dann habe ich mir halt gedacht, ja scheiße, jetzt müssen sie doch raus. Und dann meinte sie halt, ja, weil der unten rechts bei mir halt so komisch ist, so eine komische Wurzel hat,
muss es auf jeden Fall unter Vollnarkose gemacht werden. Es muss raus operiert werden, weil die Ärztin da so nicht rankommt. Auch weil die bei mir halt so waagerecht lagen. Das heißt, die mussten halt, da also musste wirklich alles aufgeschnitten werden. Das musste richtig rausgemeißelt werden, weil anders käme man da nicht ran. Und es war dann innerlich schon so ein, oh Gott sei Dank, Vollnarkose, kriegst die ganze Scheiße nicht mit. Weil normalerweise, ich habe es bei meinem Ex-Freund mal mitbekommen von mir und das war das, warum ich so einen Horror davor hatte. Du gehst ja normalerweise zum Zahnarzt, beziehungsweise du wirst dann halt überwiesen, wenn die das nicht selber machen, zu so einem Spezialisten, der das halt da macht. Und es wird zwar halt betäubt, aber du kriegst es ja mit. Du liegst ja da, du schläfst ja nicht, du bist ja wach. Und das wird dann rausgezogen oder, ich habe keine Ahnung, ich will es gar nicht genau wissen, wie es geht. Und mein Ex-Freund kam dann da raus, oh, es tut so weh. Und ich dachte mir dann so, oh mein Gott, hoffentlich bilden sich deine niemals aus. Und da habe ich mich dann so dran erinnert und habe mir gedacht, boah, nee, aber bei vollem Bewusstsein auf gar keinen Fall. Und dann hatte ich schon echt so ein, oh Gott sei Dank, als sie gesagt hat, da müssen wir unter Vollnarkose machen. Oh, da habe ich innerlich echt gelacht, ich war so glücklich. Ja, dann habe ich halt ich habe zwei Überweisungen bekommen. Einmal für so eine spezielle Zahnarztpraxis und einmal für eine Klinik. Da meinte sie halt, ja, jetzt musst du gucken, wohin du gehst. Die Klinik ist halt, die hat halt mehr Routine, weil die machen halt am Tag 1 Million Weisheitszahnentfernungen, aber ist halt alles, ich sag jetzt mal, Massenabfertigung. Also du wirst halt jetzt nicht sonderlich betüttelt, ist halt alles, ne, also ich sag jetzt einfach mal Fließbandarbeit. Bei der Praxis ist halt mehr so, oh, du Armes, jetzt schläfst du ein und dann träumst du süß und lalala, wenn wer es braucht. Und ist halt alles nicht so öffentlich, sage ich jetzt mal. Aber ich habe dann gedacht, ich gehe lieber in die Klinik, was ich selber. Ist besser. Und dann war ich halt in der Klinik erstmal zum Beratungsgespräch und dann haben sie sich halt das angeguckt und meinten dann, ja, wenn du willst, kannst du morgen kommen. Und das war dann so ein WTF morgen. Ich muss mich da erstmal geistig drauf vorbereiten. Nee, lieber so in 4 Tagen oder so wäre okay, ja. Also nicht morgen. Und haben die gesagt, ja gut, dann machen wir das halt. Das war dann, glaube ich, eine Woche später. Weil das Problem war, ich musste natürlich auch, ich konnte gar nicht so kurzfristig dann zusagen, weil du brauchst ja auch jemanden, der dich dann abholt, weil du bist ja dann so gar nicht so ganz da, weil Vollnarkose und so, ja. Darfst du dann direkt wieder nach Hause gehen. Und ja, dann habe ich meine Mutter angerufen und habe gesagt, hier, Weisheitszähne, was ist, hast du Zeit dann? Und dann meinte sie, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich da angerufen und habe gesagt, Termin ist okay. Und dann waren wir da. Ich glaube, das war der 27.07. Ich meine, nee, das war nicht der 27.07. Der 17.07. war das. Und zwar waren wir dann da. Also die haben halt am Vorgespräch, haben sie halt nur Röntgenbilder nochmal angeguckt und halt, ich sag jetzt mal Aufklärungsgespräch, also was passiert genau, wie machen die das, du konntest halt Fragen stellen, wenn du welche hattest, da wurde halt gesagt, ja, so und so viel, lange, so und so lange dauert das, das und das genau machen wir, haben halt nochmal abgeklärt, ach, keine Ahnung, alles mögliche halt einfach, ja, so, ihr wisst schon. Und dann war ich einen Tag vor der OP, war ich nochmal da, Narkosearzt Vorgespräch, der hat mir dann nochmal alles über die Narkose erzählt. Und ja, dann solche Standardsachen wie bitte 6 Stunden vorher nichts mehr essen und trinken und bitte kein Aspirin oder sowas nehmen, weil Blutverdünnung oder irgendwie sowas und bitte alle Piercings rausmachen, bitte nicht schminken, bitte Nagellack überall entfernen und halt Standardsachen. Ja, also dann hat man dann auch so einen Zettel gekriegt, wo dann halt drauf stand, was dann zu beachten ist, auch nach der OP, was man tun und lassen sollte und falls dies und das passiert, bitte anrufen und dann stand da noch eine Notfallnummer und la 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 halt, ne? Und ja, da war ich einen Tag später halt da bei der OP. Und dann war es so, dass, also ich war mit meiner Mutter da und die hat schon geistig irgendwie totalen Nervenzusammenbruch bekommen. Das ist immer so, wenn irgendwas ist und oh, mein einziges Kind, wenn was schief geht und oh, bla bla bla. Die hat mehr Panik als ich gehabt. Ich saß da einfach so chillig und hab mir gedacht, ja, läuft. Ja, und dann war ich halt irgendwann in einem Vorraum. Da wurde ich dann reingeschickt. Da wurde gesagt, ja, hier einmal nackig machen und bitte einmal das Häubchen und einmal das Jäckchen anziehen. Dann habe ich ein Häubchen bekommen, so eins. Das habe ich geschenkt bekommen. Also ich habe halt, ich saß da so und habe mir gedacht, mein Gott, die Dinger sind so geil. Das ist, wenn du dich schminkst oder so,
dann kannst du dir die ganzen Haare, ist jetzt scheiße, weil ich hier so einen scheiß Dude habe, dann kannst du dir die ganzen Haare aus dem Gesicht und das ist total praktisch. Oder wenn du irgendwie, keine Ahnung, Lockenwickel auf dem Kopf machst, dann kannst du es drum machen und das ist irgendwie total cool, ja. Und da meinte sie halt, ah, hier, hast du zwei, nimm mit, willst du so einen Kittel auch? Hier, nimm mit, die kleinen Kinder kriegen einen Lolli, du kriegst das. Und da habe ich mich auch total gefreut. Und diese Kittel, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das sind solche ganz komischen, die sind halt hinten komplett offen. Die haben dann so zwei Schnüre und halt sind halt einfach nur lang und haben dann halt vorne zwei Arme. Da geht man dann rein wie in so eine Zwangsjacke, wird dann hinten zugeschnürt. Und hinten ist dann halt, wie gesagt, offen. Also man sieht halt von hinten alles. Das ist halt so ein typisches OP-Zeug. Und ja, dann habe ich mich halt auf den OP-Tisch gelegt. Und da waren dann irgendwie so sechs Leute im Raum und die haben mir dann so ein komisches Klammerding. Was war das für Puls, Herzschlag? Ich weiß gar nicht mehr, wie das alles war. Haben es mir dann dran gemacht und dann haben sie mir so eine Kanüle in den Arm gejagt und haben mir dann da irgendwas reingespritzt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist das jetzt wohl die Betäubung, dann schläfst du jetzt wohl ein, aber das war irgendwie nicht. Also ich bin davon nicht müde geworden. Also ich weiß das noch von meiner letzten OP. Als ich dieses Zeug reinbekommen habe, da war ich erst total so, total stoned. Ja, wie als wärst du auf Drogen, so total, siehst nur Regenbogen oder irgendwie sowas. Und dann sofort weg. Dann warst du sofort instant weg. Und das war da aber nicht. Und dann war ich ein bisschen irritiert. Hab mir gedacht, so scheiße, wenn das jetzt nicht wirkt, die schneiden dich ja nicht irgendwie lebendig auf oder hier, bei vollem Bewusstsein auf, da sollen die sich mal wagen, aber da kriegen die Anschiss. Und dann haben sie mir aber direkt 2 Minuten danach so eine komische Maske aufs Gesicht gedrückt. Und da weiß ich nur noch, dass irgendeine Olle zu mir gesagt hat, ja, gleich schlafen sie ein, träumen sie süß. Und das war das Letzte, an das ich mich erinnern konnte. Das war irgendwie so ein Schlafgas oder so, keine Ahnung. Ja. Und dann bin ich halt in einem Zimmer aufgewacht, irgendwann. 2 Stunden später oder 1 Stunde später, weiß ich nicht mehr genau. Da kann ich mich nur daran erinnern, dass meine Mutter dann da war. Und, oh, da ist ein Vögelchen. Hallo Vögelchen. Jetzt ist es weg. Ich kann mich dann nur daran erinnern, dass ich dann Stimmen gehört habe. Ich war doch total, ich weiß nicht, ich bin zwischendurch irgendwie so 2-3 Mal aufgewacht, kurz für 2 Sekunden, war dann wieder weg. Aber ich habe dann immer gehört, dass irgendwelche Stimmen um mich herum waren. Und ich habe meine Mutter gehört. Und ich habe gehört, dass die Ärztin mit ihr irgendwas geredet hat, so von wegen, ja, sollte jetzt doch langsam aufwachen und alles gut, alles super, keine Probleme. Das habe ich irgendwie noch so mitbekommen. Und dann bin ich irgendwie immer wieder eingenickt, bis die Olle halt meinte, so, jetzt müssen Sie aber langsamer aufwachen, komm, versuchen Sie sich mal aufzurichten. Und das war halt irgendwie total komisch. Also die schon mal operiert wurden, wissen, wie das ist. Also man ist total müde, aber irgendwie komisch. Ich hasse das einfach, weil man nicht so Herr seiner Sinne ist irgendwie. Also man ist dann total wie auf Drogen. Man kann seinen Körper nicht mehr kontrollieren. Das ist total schlimm. Ich hasse das. Und dann hat meine Mutter mich halt aufgerichtet und hat, da kam ich mir auch so bescheuert vor, hat mich dann angezogen wie so ein kleines Kind und hat mir den Mund abgewischt, weil da, das habe ich erst zu Hause gesehen, warum. Weil da alles voller Blut war. Und ich weiß nur, dass mein kompletter Kiefer-Mundbereich war taub. Ich konnte meine Zunge nicht bewegen. Ich konnte meinen Mund nicht schließen. Gar nichts. Und ja, dann sind wir irgendwie raus. Sie hat mich dann irgendwie nach draußen geschleppt. Halb getragen, halb gezogen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Also ich konnte zwar irgendwie noch laufen, aber war halt irgendwie total weggetreten. Und dann wurden wir halt zum Auto gebracht und ich konnte mich noch daran erinnern, dass ich mich total darüber aufgeregt habe, weil dadurch, dass ich konnte zwar schon schlucken, aber ich konnte meinen Mund ja nicht schließen. Dadurch ist die ganze Scheiße immer rausgelaufen. Ich muss ausgesehen haben, als wäre ich geistig behindert oder so. Ja, also total der Mund so halb offen, die Zunge raus, weil ich konnte ja nicht bewegen, gar nichts. Konnte nicht schlucken, hab gesabbert, dann ist mir das ganze Blut runtergelaufen, weil hier, das war alles voller Blut und im Mund war ja auch Blut und ich konnte es ja nicht irgendwie wegmachen. Und durch den Sauer ist dann so alles raus und das, boah, das war so schrecklich. Das,
Ich hasse das, wenn man sich seinen Körper nicht kontrollieren kann. Das war so ätzend. Aber gut, es war jetzt nicht so schlimm. Ich habe mich ja jetzt großartig keiner gesehen, außer vor der Klinik. Aber da hat halt jetzt keiner irgendwie blöd geguckt, weil war halt eine Klinik. Ja, also da laufen halt dauernd Leute rum mit Gips oder keine Ahnung, die halt irgendwie komisch aussehen, weil ist halt eine Klinik und so. Von daher, ja, dann sind wir halt ins Auto nach Hause gefahren. Und eigentlich hätte jemand 24 Stunden bei mir bleiben müssen, falls irgendwas passiert. Das haben wir aber nicht gemacht. Dann war ich alleine zu Hause und habe ich erstmal gepennt ohne Ende. Ich weiß noch, dass ich Durst hatte wie Sau. Aber ich konnte meinen Mund ja nicht bewegen. Also man hat uns vor der OP halt gesagt, trinken würde ein bisschen schwierig werden. Am besten mit einem Strohhalm mal probieren. Aber das Problem war, ich konnte ja nicht so machen. Also ich konnte meinen Mund gar nicht bewegen. Überhaupt nicht. Ich konnte... Versucht mal zu trinken, wenn euer kompletter Mundbereich taub ist. Ja, das ging nicht. Ich musste wirklich so machen. Dann Glas rein. Konnte zwar schlucken, aber um richtig komplett zu schlucken, musst du ja deinen Mund richtig bewegen können. Das konnte ich ja nicht. Und als ich dann wieder so gemacht habe, ist dann die Hälfte raus. Das war so... Oh, echt, ich kam mir vor, als wäre ich wirklich behindert. Es war ganz, ganz schlimm. Und dann weiß ich noch, also ich hatte erstmal keine Schmerzen, weil ich habe natürlich Schmerzmittel dann da schon bekommen. Und sie meinten halt zu mir, ja, die nächsten Schmerztabletten darfst du dann erst in 6 Stunden nehmen. Und dann... ich weiß nicht mehr, ob das alle vier Stunden musste ich dann eine nehmen. Und ich weiß noch, dass das am Anfang, also direkt nach der OP, als sie mir halt sagte, erst in 6 Stunden darfst du eine Schmerztablette nehmen, war es halt so, dass die Wirkung halt nach 4 Stunden oder so schon ein bisschen nachgelassen hat. Und es war halt so, dass oben die 2 und unten links die haben nur so ein ganz kleines bisschen wehgetan. Und der rechts unten, der hat ganz, ganz schlimm wehgetan. Das war, wie gesagt, auch der problematisch war, der mit der krummen Wurzel. Wo die Ärztin mir halt schon direkt gesagt hat, das könnte eventuell ein bisschen problematisch werden. Also der könnte ein bisschen Probleme machen. Und das tat so höllisch weh und ich konnte echt vor Schmerzen nicht schlafen. Und ich durfte ja keine Schmerztablette nehmen. Das war wirklich das Allerschlimmste. Aber dann, nach 6 Stunden, habe ich dann wieder eine Schmerztablette genommen und solange die gewirkt hat, war alles super. Ich habe wirklich nichts gemerkt, gar nichts. Und ja, die habe ich dann eine ganze Zeit lang genommen, bis die halt leer waren. Es war dann so ziemlich dann auch zeitgleich mit den Schmerzen verbunden. Also dann hatte ich auch keine Schmerzen mehr. Und sie hatte mir aber auch gesagt, wenn ich dann noch Schmerzen hätte, könnte ich auch einfach dann normale Schmerztabletten nehmen, weil die richtig starken Schmerzen dürfen dann eigentlich nicht mehr sein. Und ich hatte halt so Backen, beziehungsweise die Seite hier unten, der Problemzahn, der war halt richtig extrem fett. Und dann, jetzt muss ich mal überlegen. Da war es halt so, das war halt okay, wirklich. Ich habe die Schmerztabletten genommen und solange die gewirkt haben, war das okay. Also ich habe die eigentlich permanent genommen, von daher hatte ich eigentlich keine Schmerzen dann. Und es war halt so, dass die Seite und hier oben, sind die dann halt so langsam abgeschwollen. Die Schwellung wurde weniger, Schmerzen waren eigentlich gar keine da. Und hier, die Seite, die wurde immer und immer fetter. Und da habe ich dann gedacht, ey, so mein Gott, das kann doch nicht sein, dass die immer fetter wird. Was ist das denn? Und dann war es wirklich so, dass die nach 2 Tagen oder so, war das dann auf einmal ganz hart, also richtig extrem hart. Und ich bin ja so ein Mensch, ich muss dann immer rumfummeln. Ja? Ich habe dann immer so gedrückt. Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, dass durch das Drücken kam im Zahn, kam dann so eine Flüssigkeit nach oben, die ganz eklig geschmeckt hat. Und ich war mir nicht ganz sicher, ob es Eiter war oder nicht, weil ich hatte Eiter noch nie so im Mund. Ich kenne den Geschmack von Eiter nicht. Und es war halt irgendwie total eklig und ich fand das total eklig, dass es dann da rauskam. Aber weil ich halt so ein Mensch bin, der wirklich immer dran rumfummeln muss, habe ich wirklich die ganze Zeit versucht, das rauszudrücken. Und habe es dann immer ausgespuckt und es war so eklig. Und dann habe ich halt bei meinem Zahnarzt angerufen und die meinten halt, ja, müssen Sie mal in die Klinik gehen. Könnte sein, dass es sich ein bisschen entzündet hat oder so, weil es war ja, wie gesagt, die problematische Seite. Und dann war ich halt in der Klinik, einen Tag später.
Und da war unheimlich viel los. Und dann habe ich da irgendwie 2 Stunden gewartet, bis ich überhaupt mal dran kam. Und dann war ich halt kurz da und dann war da halt ein Arzt und der hat mir dann nur hinten einmal die Nähte schon mal rausgenommen von dem einen Zahn. Davon habe ich übrigens gar nichts gemerkt. Also das ging so schnell, dass ich gedacht habe, der hätte da gar nichts gemacht. Das merkt man auch nicht. Fäden ziehen merkt man wirklich nicht. Und hat mir dann halt nur ein Rezept gegeben für Antibiotika. Meinte halt, ja, hat sich halt ein bisschen... Ich weiß nicht, ob der entzündet gesagt hat, auf jeden Fall hat sich da so ein bisschen Eiter gebildet. Ist halt immer schwierig, weil durch das Essen und Trinken gelangen natürlich auch trotzdem immer Bakterien an die Wunde und du kannst ja nicht richtig putzen, beziehungsweise den ersten Tag konnte ich überhaupt keine Zähne putzen, weil es tat halt weh. Ich habe den Mund nicht aufbekommen. Ja? Ich konnte auch überhaupt nichts essen. Ich habe nur Brühe getrunken, beziehungsweise am ersten Tag habe ich überhaupt nichts gegessen, weil das ist, ich weiß nicht, nach der OP, ich hatte auch so überhaupt keinen Appetit. Ich habe den ersten Tag wirklich gar nichts gegessen. Am zweiten Tag konnte ich meinen Mund wieder so einigermaßen bewegen. Da habe ich mal so ein bisschen Brühe probiert, aber hatte auch wirklich keinen Hunger und habe die ganze Woche eigentlich nicht wirklich viel gegessen, weil ich mich auch irgendwie nicht getraut habe wegen den Nähten, aber ich hatte auch einfach keinen Hunger. Und es ist halt problematisch, weil ich konnte mal die Zähne am ersten Tag überhaupt gar nicht putzen. Am zweiten Tag habe ich es probiert. Ich konnte den Mund schon ein bisschen mehr aufmachen, aber die Zahnbürste ging immer noch nicht komplett rein. Das heißt, ich konnte eigentlich nur vorne und hinten halt gar nicht. Und das ist natürlich das Problem, weil das Wunde plus Bakterien, du kannst ja die Zähne nicht putzen, ist halt immer eine Infektionsgefahr. Und habe das dann aber halt immer so gut es geht probiert, wenigstens mit Kamillentee zu spülen oder mit Mundwasser, wenigstens irgendwas. Tag konnte ich dann schon meine Zähne putzen, habe dann aber nie bis ganz hinten geputzt, weil ich immer Angst hatte wegen den Nähten und wegen der Wunde und so. Und ja, wie gesagt, dann war ich halt in der Klinik, habe mir den Faden rausgenommen und dann habe ich halt Antibiotika bekommen, die habe ich dann genommen und das war dann wirklich so, und am ersten Tag, also einen Tag später, war die Schwellung dann halt schon deutlich weniger und nach 2 Tagen wurde es dann noch weniger und am dritten Tag war es dann eigentlich fast vollständig weg. Dann war es aber so, dass ich dadurch, dass ich die ganze Zeit so immer drauf rumgedrückt habe, hatte ich dann echt hier unten alles blau. Das sah aus, als hätte ich auf die Fresse bekommen. Das war so schlimm. Und das war besonders schlimm, weil ich musste ja trotzdem raus, also ich war zwar krankgeschrieben, aber ich musste ja trotzdem raus einkaufen und so. Und die Leute haben mich angegafft. Ich wusste ganz genau, was sie denken. Boah, der Alte verprügelt die zu Hause, bla bla bla. Ich hatte hier echt alles blau, und aber auch genau hier, ja. Und da hatte ich halt auch noch so eine angeschwollene Backe und boah, das war so peinlich, echt ohne Scheiß. Und dann hat mich tatsächlich auch einmal einer auf dem Markt gefragt, was denn mit mir passiert wäre. Und dann meinte ich halt, ja, OP. Und dann hat er halt schon so komisch geguckt. Also ich wusste genau, was der denkt. So, ja, die will nicht die Wahrheit sagen. Die wurde verprügelt. Weiß ich nicht was. So, da habe ich mir halt gedacht, so, boah, wenn das endlich weg ist. Und es hat ultra lange gedauert, bis das weg war. Das war halt erst richtig, richtig blau-lila, aber auch so richtig extrem, ja. Das konnte man auch nicht überschminken oder so. Vergiss es. Und dann, wie das so ist, wenn blaue Flecke weggehen, ja, dann wurde das halt so langsam hellblau, dann wurde es halt grün, dann wurde es gelb, eine Woche später war es immer noch nicht weg. Und so nach ungefähr 10 Tagen war es dann komplett weg. Und dann war ich so froh. Und dann war ich halt auch nach 10 Tagen, war ich halt auch Fäden ziehen, war alles ganz, ganz chillig, ging ganz schnell, hab nichts gemerkt. Und ja, das war's. Kann ich noch irgendwas anderes erzählen? Mir fällt gerade nichts ein, falls ich irgendwas vergessen habe. Schreibe ich es nochmal dazu, beziehungsweise wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben. Ja, dann war das eigentlich erledigt. Ich war dann 3 Monate, 2 Monate, 1 Monat. Ich war jetzt vor kurzem, auf jeden Fall war ich jetzt wieder beim Zahnarzt, halt Kontrolle. Und die meinte halt, ja, ist okay. Dann hat sie halt noch gefragt, wie war es denn und so. Und dann habe ich halt erzählt, wie es war. In Kurzfassung alles das, was ich euch jetzt erzählt habe. Und da meinte sie halt, ja, ich habe ja gesagt, der Zahn, ne, der war halt schwierig wegen der gebogenen Wurzel, dass der halt Probleme macht, konnte man jetzt halt nicht vorhersagen, sage ich jetzt mal, aber also war jetzt nicht unbedingt so, dass man gesagt hätte, ja, das wird auf jeden Fall so sein, aber war halt wahrscheinlich, dass da vielleicht nicht alles so
unproblematisch abläuft. Ja, aber ansonsten war relativ chillig. Ja, und ich bin froh, dass sie jetzt endlich raus sind. Und ich bin froh, dass es unter Vollnarkose gemacht worden ist, wirklich. Ja, ich werde halt immer wieder darauf angesprochen, wie das ist mit Schmerzen und so. Also wie gesagt, bei dem einen hat es halt echt wehgetan, aber auch nur die Zeit, als ich nach Hause kam, bis ich die nächste Schmerztablette nehmen konnte. Weil das ist halt, wenn die Wirkung nachlässt der Tabletten, dann merkt man halt, es tut weh. Aber sobald man die genommen hat und die wirken auch wirklich schnell, ich weiß jetzt nicht mehr, welche ich hatte, aber die haben super schnell gewirkt und da habe ich halt gar nichts mehr gemerkt. Überhaupt gar nichts mehr. Ja, alles in allem kann ich sagen, war schon okay. Ich hätte es mir viel schlimmer vorgestellt. Also vor allem, weil da machen die ja auch alle Leute mal vorher Panik. Ja, meine Mutter, boah, das tut voll weh. Die Franzi und die Yvonne und die Kinder. Hölle, tausend Qualen, fast gestorben. Ja, also was man immer so erzählt bekommt, ist natürlich super, das direkt vor der OP zu erzählen. Und ich dachte mir halt echt so, leck mich am Arsch, ey. Da musst du jetzt durchziehen, wenn man was soll, müssen raus. Tut ja auch weh, also ich hatte halt die ganze Zeit, also ich hatte nicht richtig Schmerzen. Und meinem Ex-Freund zum Beispiel war es so, die haben richtig angefangen zu eitern und das ist richtig so dick angeschwollen und die mussten raus. Das war richtig mit Schmerzen und allem. Das war bei mir nicht. Ich hatte halt nur die ganze Zeit über so ein, wie soll ich sagen, manchmal hatte ich hier, ich hatte das Gefühl, der Kiefer, der hier tut weh. Und ich bin halt nie darauf gekommen, dass das die Weisheitszähne sind, weil, wie gesagt, ich hatte halt gedacht, die sind bei mir nicht so ausgeprägt, weil ich die nicht gesehen habe. Die lagen halt waagerecht und ich habe nur ein ganz kleines Stück von den Zähnen gesehen und deswegen habe ich halt gedacht, die wären nicht da. Deswegen habe ich mir halt gedacht, ja, keine Ahnung, Kieferschmerzen, das war halt auch wirklich genau hier, wo der Kiefer anfängt, weil da sitzen die Zähne, ja. Das war halt irgendwie so ein Ziehen. Ja, und ich hatte auch manchmal irgendwie so das Gefühl, dass irgendwas gegen meine Zähne drückt. Also ich hatte es dann, das hat sich dann irgendwie alles nach vorne konzentriert, unten. Und es war dann, da war dann immer so eine Spannung. Ich kann das nicht erklären. Das war keine richtigen Schmerzen, das war irgendwie so ein Drücken, so ein Spannen, so ein Ziehen. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Und ich habe mir aber nichts bei gedacht irgendwie. Und ja, aber so alles in allem war es wirklich gut. Also meine Zahnärztin ist super nett, die in der Klinik waren auch ganz nett. Also es war halt ein bisschen blöd, weil du musstest halt immer extrem lange warten. Und das war halt immer echt voll und da wurde halt wirklich einer nach dem anderen rein in den OP-Tisch und 20 Minuten später fertig, nächster. Da habe ich schon so ein bisschen gedacht, so, boah, das ist ja wie auf der Schlachtbank, ey, rein, Stich rein, zunähen, weg, nächster. Aber okay, also ich habe nichts gemerkt. Das, ich glaube, die allerschlimmste Vorstellung, die ich habe, ist dieses, wie heißt das, Wachkoma ist da kein Koma, aber diese Wachoperation, habt ihr das schon mal gehört, dass wirklich Menschen dann während der OP aufwachen, aber sich nicht mitteilen können und alles bei vollem Bewusstsein erleben, wie die da an dir rumschneiden. Boah, das ist so Horror. Oder ist auch geil, wenn die Leute dann immer dir irgendwelche Links schicken von irgendwelchen Zeitungsartikeln, wo da steht, Arzt vergisst Schere im Patienten oder so. Schere mit eingenäht. Super. Toll. Sollte man vielleicht mal sein Zeug hinterher mal durchchecken, ob auch alles da ist oder so. Auf jeden Fall, bei mir war alles in Ordnung. Also war jetzt nicht sonderlich schlimm. Ich hatte halt auch so ein bisschen Bammel, weil alle vier auf einmal und so, aber ich bin froh, dass die alle auf einmal raus sind. Und es war eigentlich gar nicht wirklich schlimm und die waren alle nett und Klinik war super, Vollnarkose, alles easy und ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sonst noch sagen soll. Also wie gesagt, falls ihr noch irgendwas wissen wollt, OP, was auch immer, postet in die Kommentare. Ich lese die ja auf jeden Fall, auch wenn ich es nicht sofort beantworte. Ich sehe sie manchmal, weil YouTube nicht immer benachrichtigt, auch erst nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen oder so. Aber ich beantworte es auf jeden Fall dann nochmal. Und ja, ich hoffe, das konnte euch jetzt ein bisschen, ich sag es mal, die Angst nehmen, weil so schlimm, wie gesagt, das war bei mir. Ich hatte überhaupt keine Schmerzen, gar nichts, Fäden ziehen, überhaupt nicht. Und ja, das war alles so relativ chillig. Ja, dann beende ich das Video jetzt mal, weil ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Dann sage ich einfach tschüss.